Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück in Kaisershafen. Wir sind in Epoche 5 angekommen und Eduardo ist jetzt der Bürgermeister und uns wird direkt vorgeschlagen, dass wir eine Steueränderung machen wollen. Die Zentrumspartei findet, dass die Unterschicht zu wenig Steuern zahlt. Soll der Rat den Steuersatz für die Unterschicht annehmen? Ja, ein wenig. Von mir aus, macht mal. Sehr schön, die Zentrumspartei hat mir jetzt ein bisschen Wohlwollen entgegengebracht. Plus 15 Punkte bei der Abstimmung und plus 25 allgemein bei der Abstimmung. Sehr schön. Dauert allerdings noch ein bisschen. So, wir schauen jetzt mal, wie es... Autsch. Alter, guck mal, wie viel Miese ich mache. Meine Fresse. Okay. Willkommen im neuen Amt, Eduardo San Elias. Lange Zeit waren Sie der Ansicht, dass Sie Ihr Leben mit Computern und Programmen verbringen würden, aber Ihr Drang, die Welt zu verändern, brachte Sie zur Politik. Natürlich liegt Ihre Leidenschaft immer noch bei der Technik und Sie wollen sicherstellen, dass Kaisershafen hinsichtlich der IT immer auf dem aktuellsten Stand ist. Welchen Bereich wollen Sie fördern? Das Internet oder die Datensicherheit? Erstmal das Internet. Juhu! Plus 0,9 Denkleistung. Kaisershafen wird ein Pionier bei der Entwicklung und Verwendung des Internets sein. So, ihr Lieben. Ich habe jetzt gerade ein richtig... Ah, Moment. Aha. Ja. Ich drehe mal ein bisschen an der Uhr, weil mir ist jetzt wieder eingefallen, warum jetzt meine Einnahmen so... Hä? Was ist jetzt los? Jetzt aber wieder plus 38.000. Ja, was jetzt? Okay, gut. Ja, dann hat sich das mit meinem Problem mit den Einnahmen erledigt. So, erstmal die Abstimmung über Änderung des Bezirks. Da sind die meisten gegen. Kann ich ja mal so gar nicht verstehen. Bei wem habe ich denn viel Wohlwollen? Bei euch habe ich viel Wohlwollen. Ja, dann will ich eine neue Zukunft erschaffen. Die Partei des wahren Zwarelias. Komm, die meisten sind damit einverstanden. Also stellt euch nicht so an. So, bei den Kommis. Die kriege ich auch noch ein bisschen... Ja, das sieht schon besser aus. Ich würde sagen, wir gehen mal auf Risiko. Nein, ich werde es nicht schaffen. Schade. Will ich es aufheben? Kostet 50 Prestige. Naja, aber das wird den Parteien nicht gefallen. Komm, lassen wir das. So, Alterseinstufung für Videospiele. Die grüne Partei Svarelis ist da komplett gegen. Mein Gott, ich merke schon, ihr seid Gamer, ne? So, die Effekte sind eindeutig plus 2 auf den Wert Sicherheit und hierdurch, was auch immer das jetzt für Sachen sind. Allerdings hat die Jugend ein bisschen weniger Spaß. Behindertenparkplätze, da sind die meisten für, das finde ich doch mal sehr schön. Das wirkt sich negativ auf den Verkehr aus, aber der Bonus auf den Wert Gesundheit steigt um plus 1. Obligatorische Rauchmelder. Wunderbar, das ist durch. Plus 1 auf Sicherheit und mehr Nachfrage für Unternehmen. Lokaler Fernsehsender, da sind auch die meisten für. Das finde ich doch wunderbar, ihr Lieben. Stimmt mir einfach bei allem zu, was ich so machen will. Sü, plus 2 persönliches Wachstum und mehr Ausgaben für die Stadtkasse. Nun gut. Entschuldigt, ich muss mal eben einen Schluck trinken. So, Outsourcing. Wenn Unternehmen früher wuchsen, neigten sie dazu, mehr Fachkräfte anzuwerben, um verschiedene Teile ihrer Produktion abzudecken. Heute konzentrieren sich die Unternehmen eher auf ihre Kernkompetenzen. Ihre Stadtverwaltung denkt darüber nach, welche Auswirkungen das auf den öffentlichen Sektor hat und was sie darüber wissen muss. Was raten Sie? Die Stadtverwaltung soll sich auf eine steigende Anzahl an Unternehmen vorbereiten. Die Stadtverwaltung soll eine Liste mit ortsansässigen Unternehmen vorbereiten. Na, auf eine steigende Anzahl. Juhu, plus 1 Effizienz. Und wir haben eine Abstimmung über die Änderung der Besteuerung. Da sind die meisten für. Das finde ich sehr gut. Und der Antrag ist durch. Plus 2% für die Unterschicht. Mehr Geld für uns. Und dadurch sinken logischerweise unsere Einnahmen. Was ein Witz. Na, dann schauen wir doch mal, wie sich das weiterentwickelt. Komm, wir kommen ins Plus, oder? Nein! Haushaltsentwurf. Die Partei des wahren Svarelias möchte Geld einsparen und das Budget von Postämtern oder von Werkstätten zusammenstreichen. Welche der beiden Möglichkeiten ist die beste? Keine von beiden. So, damit habe ich Wohlwollen eingebüßt. Die Partei des wahren Svarelias ist enttäuscht, dass sie den Antrag abgelehnt haben. Na gut, dann ist das halt so. Ich sollte aber gleich mal trotzdem die Besteuerung ändern.
So. Studenten sollen gar keine bezahlen. Ja, die Elite kann noch ein bisschen mehr bezahlen. Na, ob ich das so durchkriege? Wir wollen nicht übertreiben. Versuchen wir es erstmal so. Ist schon knapp genug, meine Lieben. Aber, Moment. So, wie sind die denn? Minus 4. Wollen wir den mal drohen? Komm, wir bedrohen die mal. Wenn sie sich nicht fügen, wird die Christdemokratische Partei in 10 Jahren keiner mehr kennen. Ja, wird jeder über sie lachen. Huhu, plus 2. So, und bei euch, ihr Hippies. Komm, euch kriegen wir auch noch rüber. Entschuldigung, das waren die eigentlichen Hippies. Komm, die meisten sind damit einverstanden. Sehr schön. Kulturdienstleistung und Verwaltungsdienste. Aha, okay, wir wollen jetzt nicht übertreiben. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass hier... Ja, da sind einige... Hätten Interesse daran zu wachsen. Das ist schön, aber hier können wir doch mal, denke ich... ein bisschen was empfehlen. Huhu, das erhöht sogar den Radius. Sehr schön. Für alles, was wir nicht gerne tun, gibt es jemanden, der es gut und gerne macht. So, Sie haben die Fähigkeit freigeschaltet, Wirtschaftsdelegationen zu entsenden. Damit können Sie auf das Geschäftsleben der Stadt Einfluss nehmen. Delegationen können in die ganze Welt entsandt werden. Sie können festlegen, aus welchen Branchen die teilnehmenden Firmenvertreter stammen sollen und an welchen Veranstaltungen sie teilnehmen werden. Von Ihren Entscheidungen ist abhängig, welche Wirkung die Delegation auf die Unternehmen Ihrer Stadt haben wird. Auf Wirtschaftsdelegationen können Sie über die Ansicht Handelsabkommen klicken. Aber das machen wir gleich, denn wir haben das Outsourcing erforscht. Wirtschaftsdelegation stand ja eben schon, haben wir freigeschaltet. Als Land haben wir Sendai freigeschaltet und wir haben Übersetzerbüros freigeschaltet als Upgrade fürs Gericht. So, wir müssen noch die Mobiltelefone erforschen, damit wir alles aus der vierten Epoche erforscht haben. So, es gibt noch eine Diskussion über die kostenlose Empfängnisverhütung. Die Sozialdemokraten für treten für Familienplanung ein und stellen den Antrag, die Antibabypille verheirateten Frauen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Wenn die konservative Opposition nicht so deutlich dagegen wäre, würden sie sie sogar allen Frauen verfügbar machen. Bringen Sie im Rat den Antrag ein, verheiratete Frauen die Antibabypille kostenlos zugänglich zu machen? Ja, und Sie unterstützen den Antrag? Ja, aber Sie lehnen ihn ab? Nein, doch, das unterstütze ich. Juhu, der Rat wird über den Antrag abstimmen. Die Sozialdemokraten sind erfreut, dass sie die sozialen und gesundheitlichen Vorteile anerkennen. So, jetzt müssen wir aber mal eine Wirtschaftsdelegation gründen. Im Menü der Handelsabkommen können Sie Wirtschaftsdelegationen verschiedenen Städten weltweit zuweisen. Wechseln Sie jetzt zu den Wirtschaftsdelegationen. Ach, guck an, ich kann auch eine neue Stadtpartnerschaft machen. Wählen Sie eine der freigeschalteten Städte aus. Was haben wir denn? Legen Sie fest, welche Branche den Bonus erhalten soll und weisen Sie eine Delegation zu. Ja, ich will doch erstmal gucken, was da überhaupt der Bonus ist. Spirituosenindustrie, Chemie, Forstwirtschaft. Moment, wie viel haben wir bei den Spirituosen? 13, 12, 21, 16, 13, 16. Ja, komm, dann nehmen wir doch mal die Forstindustrie. Die Forstwirtschaft, zack. Der riesige russische Markt hat das Interesse vieler Delegierter geweckt. Allerdings betrachten die für Demokratie eintretenden Aktivisten die Delegation als eine Chance, internationale Aufmerksamkeit für ihre Sache zu erhalten und organisieren mehrere Kundgebungen. Dabei gelingt es ihnen jedoch nicht, die Delegation in einem größeren Maße zu stören, da die Proteste kurz entschlossen von staatlicher Seite beendet wurden. Sie fragen sich jetzt, ob sie offiziell darauf reagieren sollen. Wofür entscheiden sie sich? Sie sagen nichts. Sie würdigen sie. Ich würdige sie. Juhu, minus 5% Nachfrage für die Forstwirtschaft und plus 1 auf persönliches Wachstum. Wir haben hier gerade ein paar Grafikbugs. So, wir können noch eine Partnerstadt festlegen. Schwimmbad, Theater, Post oder Hafen. Na komm, nehmen wir mal das... wir machen das mal abhängig vom Bonus. So, Post bringt ja, glaube ich, soziales Leben, deswegen würde ich sagen, nehmen wir die Post. Und Sydney. Ihre Entscheidung, Kontakte mit anderen
mit dem anderen Ende der Welt zu etablieren, wurde von der Stadtverwaltung gut aufgenommen. Man ist sehr begierig zu erfahren, wie eine ehemalige Strafkolonie es geschafft hat, ein solch tragfähiges Sozialgefüge zu schaffen. Wenn es ihr gelungen ist, sollte es doch eigentlich für Svarelia auch kein Problem darstellen. Woran sind Sie vor diesem Hintergrund während Ihres Aufenthalts am meisten interessiert? Sie möchten erfahren, wie der öffentliche Dienst das Nationalbewusstsein stärken kann. Sie wüssten gerne, wie Sie das Volk am besten motivieren können. Sie wollen in Erfahrung bringen, wie man am besten mit finanziellen Zwängen umgeht. Ich würde sagen, die finanziellen Zwänge. So, die Reise der Delegation ist ein voller Erfolg. Ihnen wird klar, dass den Wandel zu unterstützen nicht bedeutet, dass alles von Angestellten getan werden muss. Es könnte ausreichend sein, für bestimmte Aktivitäten einen Bereich bereitzustellen. Den Rest werden die Menschen schon selbst erledigen. Minus 50.000 für die Stadtkasse und die Effizienz von Postämtern ist um plus 2 gestiegen. Wuhu! Ja, ich mache nur noch minus 329 Steine im Monat, miese. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Ja, ich bin ganz knapp im Plus. So, jetzt ändern wir aber die Besteuerung. Das sieht gut aus. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Nein, oder? Ach! Na gut. Wenn ihr meint, ich habe jetzt überlegt, das mit Prestige zu ändern, aber die Parteien mögen mich ja allgemein schon nicht so sonderlich. Deswegen muss ich da mal ein bisschen vorsichtiger sein. So, ich habe sehr viel Nachfrage nach Industrie- und Gewerbegebieten. Deswegen würde ich sagen, sollte ich vielleicht mal die Größe eines Bezirks ändern. Auf hoch, allerdings sagt da der Stadtrat, nö. Aber was ich machen kann, ich könnte einen neuen Bezirk machen. Naja, wobei, nee, komm. Das lassen wir erstmal. Ich muss mal ganz kurz gucken, haben wir noch irgendeinen Bezirk, der klein ist? Kann man das sehen? Infrastruktur? Mein Gott, wie sie alle die Partei der Mitte wählen wollen, heftig. So. Wo sehe ich es denn? Wo sehe ich es denn? Bürgerrechte, was fehlt hier denn noch? Stimmrecht. Hä? Ich dachte, das habe ich schon. Okay, wir sollten einige Verordnungen erlassen, denke ich. Ja, ich weiß, dass ihr wachsen wollt, aber warum wächst ihr denn nicht einfach? Verkehrskapazität sollte genug da sein. Oh, Mobilfunk. Obgleich das Telefon in dem einen Jahrhundert seit seiner Erfindung durch Bell die Welt erobert hat, ist der Traum von drahtloser Kommunikation nie gestorben. Dank der Satellitenverbindung kann die Mobilkommunikation inzwischen umfassender eingesetzt werden. Was sollen wir mit dieser Technologie unterstützen? Telefone oder Verkehrsmittel? Ich würde sagen Telefone. Juhu, Mobilfunksender ist 50% billiger. Yay! So, und gleich können wir was für den Tierschutz tun. Das finde ich sehr gut. Das sieht gut aus. Der Tierschutz kann kommen. Hatten wir da eigentlich schon den Text gelesen? Ich glaube noch nicht, ne? Ein Tierschutzgesetz zu verabschieden. Aha, okay. Plus 3 Nachfrage für physisches Umfeld, aber ein Bonus von plus 5 und mehr Denkleistung durch die Universität. Sehr schön. Grausamkeit gegen Tiere verboten, so muss das. Die kostenlose Antibabypille für verheiratete Frauen. Dem Antrag wird scheinbar auch zugestimmt. Das finde ich sehr gut. Einer der vielen Gründe, warum Menschen heiraten, ist, um gemeinsam Kinder zu bekommen. Es ist einfach eine Tatsache, dass eine Familie mit 2 Elternteilen und einem gesicherten Einkommen einem Kind das beste Umfeld bieten kann. Indem verheiratete Frauen die Pille, ein orales Kontrazeptivum, kostenlos zur Verfügung gestellt wird, werden die mit außerehelichem Sex verbundenen Probleme umgegangen. Nicht umgangen? Okay. Und junge Paare erhalten die Möglichkeit zu einer realistischen Familienplanung. So ein Bonus von plus 2 auf Sozialleben für Erwachsene, sowie plus 1 auf Spaß für Kinder und Erwachsene, plus 1 auf Gesundheit für Kinder, für Jugend und Erwachsene und höhere Kosten für die Klinik. So, wir brauchen noch ein paar Verordnungen, denke ich. Subventioniertes Unternehmenswachstum. Das kostet uns zwar was, aber kleine und mittlere Unternehmen werden von der Stadt subventioniert, um ihnen den Weg zum wirtschaftlichen Erfolg zu ebnen. Das machen wir doch mal. Dann Auslöschen von Geschlechtskrankheiten. Oh.
Den Menschen fällt es nicht leicht, über die Liebeskrankheiten zu sprechen, erst recht nicht in der Öffentlichkeit. Infektionen werden dementsprechend selten als solche erkannt und noch viel seltener behandelt. Dies betrifft besonders die Arbeiterklasse, der keine entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen. Die Erwartung ist, dass kostenlose Vorsorgeuntersuchungen und Behandlungen die Übertragungsraten solcher Krankheiten extrem verringern, plus einen Bonus auf Gesundheit von der Klinik erzeugt und plus einen Sicherheit für alle. Das finde ich gut, das schlage ich vor. Anästhesie gibt's noch nicht? Ach du Scheiße. Entschuldigung, aber das finde ich jetzt gerade irgendwie ein bisschen... Das hat mich etwas erschrocken. Quarantänegesetz, Stilllegung der Gasinfrastruktur. Das würde überall die Gasinfrastruktur abschalten. Ich versuche das mal. Ich weiß nicht, ob das klappen wird, aber... Schauen wir einfach mal. Würde ich sagen. Konnte ich nicht hier den... Ah, guck mal, da entstehen direkt neue Gebäude. Sehr schön. Neue Gebäude heißt neue Einwohner und neue Geschäfte. Oh, richtig modern. Das ist ja trischig. So, und warum ist hier alles so klein? Bebauungsdichte gering? Ich habe doch hier die Zonendichte auf moderat erhöht. Wir lieben unsere eigenen Handys, hassen aber die von allen anderen. Sehr schön, wir haben den Mobilfunk freigeschaltet und damit das letzte aus Epoche Nummer 4. Damit können wir den Mobilfunksender bauen, der verbessert das soziale Leben und die Sicherheit und das persönliche Wachstum in einem Bezirk. Wir können ein Busnetz mit LED-Beleuchtung machen, was das Umfeld verschönert. Die Mobiltelefone erhöhen das persönliche Wachstum. Die Produktion von Mobilgeräten ist freigeschaltet und wir können Durchsetzung von Sendezensur erforschen. Sehr schön. Und auf in Epoche Nummer 5. Was erforschen wir? Ich würde sagen, die Gleichbehandlung. Oder das Internet? Nein, komm, nehmen wir erstmal die Gleichbehandlung. Ich sollte auch mal zeitnah gucken, dass ich noch mal ein bisschen meine Denkleistung erhöhe. Wo ist eigentlich meine Uni? Ah, hier, Moment. Hier hinter dem Schild. Da. Das müsste mal verbessert werden. So. Ach, guck an. Gleichgeschlechtliche Ehen. Hiermit wird der Antrag gestellt, dass homosexuellen Paaren das Recht auf die gleichgeschlechtliche Ehe gewährt werden soll. Da bin ich für. Und wir sollten hier auch mal darüber abstimmen, die Uni zu ändern. Auch wenn es Geld kostet, aber ich verdiene ja gerade wieder gut. Der Skatepark, sehr schön. Die jungen Leute von Wellage fahren für ihr Leben gerne Skateboard, aber die Anwohner beschweren sich über den Lärm. Als Lösung haben die Jugendlichen vorgeschlagen, einen alten Spielplatz in einen Skatepark zu verwandeln, aber die Anwohner lehnen diese Idee ab. Was tun sie? Sie machen ein paar Gelder für die Finanzierung des Skateparks locker, sie genehmigen den Skatepark, helfen jedoch nicht mit der Finanzierung. Sie verweigern die Erlaubnis und schränken die Möglichkeit zum Skateboardfahren ein. Komm, ich mach dafür sogar ein bisschen was locker. Sehr schön, die jungen Leute in Kaisershafen wissen es sehr zu schätzen, dass sie ihnen vertrauen. Die älteren Mitbürger sind allerdings der Ansicht, sie wären zu vertrauensselig. Die Rentner fühlen sich jetzt ein bisschen unsicherer, aber die Kinder, die Jugend hat mehr Spaß und mehr persönliches Wachstum. Das ist doch schön. So, ich muss noch weiter meine Boni ein bisschen ausbauen. Hatte ich nicht nochmal hier... Wo habe ich eigentlich ein Polizeirevier? Oh, sogar was fürs Umfeld. Und alle Gewerbeunternehmen weniger Nachfrage. Boah, meine Fresse, ich habe echt dringend Nachfrage nach Gewerbe und nach Industrie. Vielleicht sollte ich doch mal darüber nachdenken, einen neuen Bezirk anzulegen. So, Stilllegung der Gasinfrastruktur. Oh, da sind die ja sowas von gegen. Da brauche ich es gar nicht zu versuchen. Nun gut, dann ist das halt so. Dann Auslöschen von Geschlechtskrankheiten. Da, denke ich, können wir ein bisschen was drehen. So, da brauchen wir eure Hilfe, liebe Leute. Das würde dem weniger Privilegierten zugutekommen. Das freut euch sehr. Sehr schön. Hier brauchen wir auch eure Hilfe. Zack. Ich weiß, dass sie intelligent genug sind. Oh, jetzt habe ich noch mehr dagegen. Na super. Tja, schade. Das wird wohl nichts. Und ich habe mir ja vorgenommen, erstmal keine Entscheidung aufzuheben. Deswegen leider nein. Subventioniertes Wachstum, da sind die meisten für. Das finde ich doch schon mal gut.
Kostet mich zwar ein bisschen, aber das Rathaus hat... Also Rathaus hat mehr Ausgaben, aber... Weniger Nachfrage nach neuen Unternehmen. Das heißt, jetzt gleich müsste das eigentlich runtergehen. Im nächsten Monat. Zack. Nein, ist sogar gestiegen. Haha. Mehr Industrie, meine Lieben. Mehr Industrie. Nun gut. Ach, die Bürgermeisterwahl rückt näher. Ihr Lieben. Tja, so schnell kann es wieder gehen. So schnell kann die Zeit vergehen. Aber wir machen hier unseren Cut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich werde mal gucken, dass ich in der nächsten Folge ein bisschen mehr hier diese beiden Bereiche stärke. Denn da sind ja nur Gewerbe- und Industrieunternehmen. Und ja, dann hoffe ich mal, dass das beim nächsten Mal alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski.